Hallo, hallo, hallo. Der Mero hier. Ja, man sieht schon das Intro. Wir spielen Pokémon. Um genau zu sein, ist das Ganze hier Pokémon Blau. Um noch genauer zu sein, ist es ein Pokémon-Hack namens Pokémon Blue Kaizo. Man erkennt es vielleicht schon an dem Mewtwo, was da auf einmal im Titelbildschirm ist. Du warst da vorher nicht. Das Ganze, wie gesagt, ist ein Kaizo-Hack. Im Titel steht zwar nicht blind, aber es ist blind. Zumindest dieser Hack. Dennoch, es ist Pokémon. Was soll groß anders sein? Was ganz wichtig ist erstmal, ich brauche die Textgeschwindigkeit auf schnell, sonst drehe ich nämlich total am Rad. Und Hallöchen. Ja, hallo, ich bin Eich. Schön. Pokémon-Professor. Man hat es gerade gehört, der Sound stirbt immer noch so ein bisschen. Allerdings denke ich, es ist jetzt besser als damals bei Zelda. Mein Name ist May. Ja, ich arbeite mit kleinen Buchstaben, das sieht man auch nicht oft. Wenn mir jemand noch Tipps geben kann, ich arbeite mit dem VBA, ich habe keine Ahnung, wie ich noch was machen kann an dem Sound. Es ist. Oh. Na, es geht aber inzwischen. Es war mal schlimmer. Wir haben natürlich einen Rivalen, der heißt nicht Delay, der heißt Decay. So, man sollte auch die richtigen Buchstaben erwischen. Jawohl, sein Name war Decay. Emmy, deine eigene Pokémon-Legende. Ne? Hier und so. Ich habe Angst. Ich habe wahnsinnig Angst. Und weil ich so eine Angst habe, nehme ich mal direkt den Trank mit. Fuck. Warum sowas? Ach so, ich habe keine Pokémon. Wir gehen abwärts. Hallo Mama. Du ignorierst mich total. Das ist schon mal voll okay. Und ich glaube, hier sehen wir mal die erste. Fuck it. Was wird theoretisch passieren, wenn mir jetzt ein Pokémon hier begegnet? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's mal ganz normal. Hey, warte, geh nicht raus. Ich bin ein alter Mann, ich bin langsam. Es ist da nicht ganz sicher. Du brauchst ein eigenes Pokémon. Hier, komm mit mir. Und jetzt ist er aber am Rumflitzen. Das ist ja der Hammer. Da ist er auf einmal den Motor angeschmissen und dann geht's ab. Ja, typisches Intro hier. Der liebe Decay ist ganz ungeduldig. Denn er soll auch kommen und ein Pokémon abholen. Das sind drei Pokémon, haha. Er war voll der krasse Pokémon-Trainer. Deswegen hat er auch nur noch Level 5 Pokémon da liegen. Das ist die größte. Keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall, das habe ich mir schon wahnsinnig gut durchdacht, ich möchte das Pokémon hier haben. Ich möchte Squirtle, Shiggy haben. Ja. Gib mir Shiggy. Ich habe immer, wirklich immer in meinem Leben mit Shiggy angefangen und da wird sich nie was dran ändern. Ich liebe Shiggy. Shiggy ist so ein tolles Pokémon. Boah. Boah. Komm, wir gehen mal. Ne, mit dem deutschen Namen, Spitzname bringt ja nichts. Ich brauch Namen. Du bist einfach erstmal. Man kennt das. Man nimmt da irgendwelche Leute, die man kennt, und haut den Namen ran. Und das finden dann alle voll lustig. Deswegen ist das hier der Funk. So. Funk, mein kleines Shiggy. Und mein lieber Gegner schnappt sich dann. Bisasam! Sehr gut. Ach ja, da war ja was mit Schwächen. Ja, und jetzt erzählst du mir, dein Pokémon sieht viel toller aus und jetzt können meine Pokémon gegeneinander kämpfen. Gut. Rivalenkampf Nummer 1. Ja, du machst mich fertig, schon klar. Oh, hallo. Decay möchte kämpfen. Ja, das. Timeout. Time. Das ist kein. Und ich kann nur Aquaknall. Okay. Das ist kein Bisasam. Also Bisasam sieht meiner Ansicht nach ein bisschen anders aus. Und das Scheißding ist schneller als ich. Und das kann wahrscheinlich nicht nur Pf Crit, na klar, hey. Aber sonst hat Pfund 5 Punkte Schaden gemacht. Das heißt, ich sollte. Genau. Fuck you. Warum hat der ein Mew?
Das ist ein... Ja, klar. Cool. Darf ich nicht... Was soll denn das? Das ist ein Witz. Komm. Ja, schön. Ja, super. Das war ein Volltreffer. Wo war das ein Volltreffer? Das hat nicht mehr Schaden gemacht als der Scheiß vorher. Ja. Oh. Mir fehlen die Worte. Das ist ein Witz. Ja, ich hab verloren. Schön. Toll. Super. Yeah, du bist großartig. Habe ich dadurch nicht auch schon die Hälfte meines Geldes verloren oder so? Nee, in dem Kampf noch nicht mal. Okay. Das war ziemlich beschissen. Jetzt mal ernsthaft, was war das? Der hatte ein Mew. Und das hat er jetzt in jedem Kampf oder wie? Nee, ich bin durch. Das war... Nidoran, schön. Waren hier nicht sonst immer nur Taubsis und Radfratzes? Also, Pokémon wurden... Ja, klar, Doppelkick. Ist super. Ist total cool. Ich hab allerdings schon, und das muss ich sagen, ich hab schon so ein ungefähres Team im Kopf. Toxi, ja! Was ist das? Jetzt mal ernsthaft, ich kann gleich zurückgehen. Alter, bla bla, okay. Solche Gebiete werde ich ein bisschen vorspulen, einfach aus dem simplen Grund, um da so ein bisschen Zeit wenigstens zu sparen. Weil sowas absolut unlustig ist. So, komm. Lass mich da mal durch. Hey, Level 6. Oh, wow. Cool. Toxin auf der ersten Ebene. Ich kann mich doch bei dir heilen. Hallo, Mama. Emmy, du solltest kurz Pause machen. Yay. Pause ist schon mal super. Lass mich raten, mir geht's wieder gut. Ich habe allerdings Angst, da nochmal reinzugehen. Ich will nicht in dieses Gras. Was ist denn das? Yo. Dam, bam, bam. Hm, Rettern. Schön. Toll. Oh, und diese Sprites von hinten, die sind so pottenhässlich. Das ist unglaublich. Wickel. Ja, das wird jetzt ein paar Runden so gehen. 5, um genauer zu sein. Hey, ich darf wieder. Schön. Das waren noch so lustige Zeiten in diesem Spiel, als Wickel und ich glaube Feuerwirbel waren das andere, die Gegner gefangen haben. Alter, die Das gefällt mir jetzt schon nicht. Wie viele Pokémon gibt es denn hier? 4 verschiedene bisher? Wahrscheinlich auch noch ein männliches Nidoran? Aquaknarre. Gib's der Sau. Gib es ihm hart. Gib es ihm hart. Gib's ihm richtig. Komm. Ja. Dieses Taubsi, das steht nicht mehr auf. Also wer sich mit Funk anlegt hier, dem kleinen Level 7... Oh mein Gott, das waren 2 Schritte. Wird das jetzt die ganze Zeit so gehen, dass ich alle 2 bis 3 Schritte ein wildes Pokémon treffe, das dann 2 Treffer aushält? Röms! Ja, ihr seid auf jeden Fall dumm wie Stroh. So. Ja, 2 Schritte, ich werde nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch nie so lange für dieses kleine Stück da hochgebraucht. Was ist denn los hier? Röms, danke. Hi. Du schenkst mir doch einen Trank, genau. Den habe ich, glaube ich, bitter nötig, wenn ich überhaupt da oben mal in der Stadt ankommen will. Komm schon, jawohl. Und hier ist alles voll mit Gras. Was ist denn hier los? Im Originalspiel ist da wenigstens mal der Rasen hier lang gefahren, aber hier ist ja nix. Das ist alles nur Gras, was ist los? So, Aquaknarre. Und ja, auf den Sandwirbel sage ich dann Aquaknarre. Ich habe Angst, dass ich relativ schnell in AP-Mangel geraten werde, weil ich nur Aquaknarre drauf habe. So. Und ich muss traurigerweise sagen, keins der Pokémon auf dieser Route interessiert mich. Die Sache ist nämlich in... Yay, Level 8. Sehr gut. In der Generation fand ich... Ah, Bock. Oh. Habitak, okay, es gibt was Interessantes auf der Route.
Habitak wäre wahnsinnig geil. Habitak ist nämlich, wer sich an meinen Kristall-LP erinnert, das einzig coole Vogel-Pokémon, meiner Ansicht nach. So, Funk, hau rein. Aquaknarre. Jetzt kommt Wickel und ich habe ein Problem wahrscheinlich. Nein! Ja, Wickel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Mehr als fünfmal ging aber nicht, das weiß ich noch. So! Mit einem HP. Oh mein Gott! Bitte lass mich einfach flüchten. Danke. Mit einem HP kommen wir in Vertania City an. Oh, wow. Ja, Pokémon Center, heil mich. Auf jeden Fall. Ich gehe bestimmt nicht mit einem HP wieder da runter. Danke, mein Pokémon ist wieder fit. Und tschüss. Der Pokémon-Markt. Hallöchen. Hey, du kommst aus Alabastia. Ich kenne Professor Eich. Seine Bestellung kam rein. Und die dürfen wir jetzt wieder runterbringen. Jip, jip, juhu. Ab dafür. Den Rest hier gucke ich mir später. Was ich zumindest wissen will, ist, hier links gab es eine TM. Haben sie das alles verändert? Hier gab es doch eine TM. Ah, okay. Das sieht. Sah das denn immer so aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Blau ewig nicht angepackt und Rot und Gelb. Ich habe Angst vor dem Rückweg. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe Hornliu. Das macht 6 Pokémon auf der ersten Route. Das ist Wahnsinn. So. Aquaknarre. Aquaknarre. Und abwärts. 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 Oh, diese. Die Quote ist übel. So, Aquaknarre. Rums. Ey, ich bin parallel. Oh, wow. Das macht den Weg runter nochmal unangenehmer. Renn einfach. Renn einfach und bete und hoff. Komm. Wenn das so weitergeht, bin ich Level 15, wenn ich wieder oben bin oder so. Go, Funk. Go, you can do it. You can totally do it. Na komm. Oh. Ich habe Angst, dass ich hier keine Pokémon gefangen kriege. Das ist gerade meine Riesensorge, dass ich hinterher zu stark bin, um irgendwas effektiv zu fangen. Sandama! Oh, das wäre auch cool. Da muss ich gerade echt überlegen. Ich habe allerdings eigentlich ein anderes Boden-Pokémon im Kopf, was ich habe. Ich möchte auf jeden Fall ein Boden-Pokémon in meinem Team haben. Ich habe allerdings ein anderes im Kopf. Musste ich nur gucken, wo man das hier gefangen kriegt. Man merkt ja schon so, die Gebiete von vielen Pokémon haben sich ein wenig verändert. Wir bringen jetzt erstmal Eich sein liebes Paket. Seinen ganz besonderen Pokéball. Und da kommt der andere alte Typ. Hi. Yep, eine Bitte. Und zwar die Bitte mit dem Pokédex, der automatisch Pokémon-Daten aufnimmt. Und magischerweise trotz seiner Riesentrainer-Eskapaden total leer ist. Mensch. Das war sein Traum. Er ist alt. Und okay. Gut. Ja, ich überlasse es einfach mal ihm. Ich laufe einfach durch die Gegend. Konnte man sich hier nicht auch heilen? Nee, gar nicht wahr. Hier gab es nur eine E-Mail. Das war erst in den späteren Teilen. Ah, ja. Bla, bla. So. Müsste mir nicht einer von euch was geben? Oder war das auch erst in den späteren... Das war auch erst in den späteren Teilen. Okay. Oh, dieses erste Spiel war so grausam unfreundlich zu einem, ne? Das schenkt einem nicht mal die Pokébälle am Anfang. Elmi, du solltest eine Pause machen. Okay.